Hi Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei Lux Delightful Dioramas. Wir brauchen jetzt den roten Scheiterpalast, um weiterzukommen. Und deswegen denke ich mir, machen wir jetzt erstmal die Bonus-Level. Weil andere kann ich jetzt eh nicht machen. Irgendwo muss ja der rote Scheiterpalast drin sein. Entweder jetzt hier bei Kurs 4 oder bei Kurs 5. Ich würde jetzt aber meinen, der ist hier drin. Weil rotes Level, roter Scheiterpalast dürfte doch passen. So, jetzt da an der Rippe vorbei. Schöner Kicksprung. Und habe ich recht? Ich habe recht. Natürlich habe ich recht. Weg mit dem Text. Quantenkubus, rote Seite. Da ist eine Röhre. Die Röhre interessiert mich. Beziehungsweise das Schild interessiert mich. Zurück zur Oberwelt. Aha. Ja, sehr interessant. Was viel interessanter ist, ist der Schalter. Ah ja, der rote Schalter. Er gibt deine Kappe nicht nur Flügel, weit gefehlt. Mehr als das. Er klebt sie auch mit Sekundenkleber an deinen Kopf fest. Denn sonst fliegt sie alleine weg. Hast du ein dringendes Speicherbedürfnis? Schon. Ich habe schon ein dringendes Bedürfnis, jetzt aber erstmal den Stern zu finden, den ersten. Und den Pixel Luigi. Natürlich auch. Da kann ich keine Wandsprünge, da könnte ich... Du bist mir da, glaub, vielleicht im Weg. Ich kann dich aber da runterlocken. Da kommt er runter. Ich brauch den nicht. Und dann schön Wandsprünge an der Brücke vorbei. Funktioniert doch. Funktioniert doch. Hallo Pixel Luigi, die erste Aufgabe wieder erfüllt. Wie komme ich jetzt da hoch? Reicht das? Das reicht. Das reicht. Das reicht mir. Mir reicht das. Nicht so weit. Bist du jetzt auch runtergekommen? Okay. Das stört mich wenigstens nicht mehr. Hoch. Funktioniert doch. Haben wir den ersten Stern von 3. Hurra. Jetzt die Seiten abchecken. Vergnüglich den Stern gesammelt. Jetzt bin ich aber hier in einer ganz vergnüglichen Runde. Lass mir mal in Frieden. Lass mir mal ganz doll in Frieden. Das ist schwarz. Das ist auch schwarz. Ist die Unterseite? Kann ich hier schmulen? Ich will durch den Turm schmulen. Lass mir in Frieden, Junge. Der Baum beherbergt einen Stern. Nächster. Da haben wir auch eine Seite. Ah, ist die Gitterseite. Und ich habe da den Stern gesehen. Der ist da drin. Hi. Weg mit dir. Ist hier der Knick auch gleich? Sehr schön, kann ich gleich darunter springen. Da ist eine Öffnung, da ist eine Öffnung, da ist eine Öffnung. Und natürlich auch am Ende ist eine Öffnung. Wunderbar, und dann brauchst du eigentlich nur Wandsprünge machen. Hast du den zweiten Stern? Und jetzt zum Baum runter. Da brauche ich auf jeden Fall Flügelkappe. Aufgefrischt. Und dann fliegen wir mal. Was ist das da für ein Schatten? Ich glaube, die roten Ringe sind dafür da, um zu zeigen, wie weit ich fliegen darf. Zeigen die auch den unteren Rand an? Das untere Ende? Ich glaube nicht. Wie tief darf ich fliegen? Wie tief geht es? Wow. Hör auf, Auftrieb zu haben. Da könnte ich landen, da ist ein Dings. Oder ich fliege sofort dahin. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass sofort funktioniert. Aber cool. Finde ich gut. Jetzt gehen wir zur Röhre. Jetzt gehen wir zur Röhre raus aus dem Level. Raus aus der Bredouille in der Mitte des Feindes. Kurs 5. Hochgesprungen. Ja, ja, ja. Baufällige Bauten hier wieder. So, ist da gleich der Raum mit der Röhre? Oder war das der andere Raum? Nee, ist schon richtig. Schon richtig. Da muss jetzt aber erstmal reinspringen, wa? Siehst du? Siehst du richtig viel, siehst du hier. Da musst du erstmal reinkommen. Kannst du mal da reinkommen? Funktioniert doch!
Der sieht orange aus. Quantenkubus, orangene Seite. Ja, ist orange. Ja, Shade wird auch einfach nur sagen, raus aus dem Level, wa? Wie ist der Shade? Zurück zur Oberwelt. Halt gesehen. Hallo Pixel Luigi. Der hat sich wieder erledigt. Finde ich immer gut, wenn der schnell erledigt ist. Die Musik ist gar nicht anstrengend. Ich finde die ein bisschen zu hyperaktiv. Kann ich gleich darüber springen? Weg mit dir. Flieg! Erster Stern erledigt. Und jetzt wieder die Seiten gucken. Das ist ja richtig viel Platz zum Schmulen. Dann werden wir mal schmulen. Das ist ja viele Wände dafür. Hallo Canyon? Der ist ein bisschen gefährlich, da sind da Feuerkugeln. Die Pein meiner Existenz bei Super Mario 64. Unterseite ist nix, die Seite ist nix. Die Seite ist was? Die gelbe Seite ist aktiv. Dann gehen wir zur gelben Seite. Warum ist der König da? Warum ist König Bob Womp da? What the fuck? Vertauschte Rollen hier oder was? Du wagst es mich, den allmächtigen Ziegeltypi, inmitten meines Ägypten-Lego-Sets zu stören? Du Narr, ich werde dich aus diesem heiligen Reich verbannen. Bist du schon zutiefst verängstigt? Und falls du mich von der Klippe wirfst, werde ich den Stern vielleicht für immer mit mir nehmen. Also sei gewarnt. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, denn die schmecken mir nicht. Kannst du den mal greifen, dadurch, dass er halt hier links nicht siehst? Seinen runden Körper nicht siehst, kannst du nicht so richtig abschätzen. Mach mal ein bisschen Platz. Hier hast du Platz zum Fliegen. Ich will ja nie runterschmeißen. Ich will ja nie runterschmeißen. Wer lässt dich? Ist jetzt kein schwerer Kampf. Ist halt nur der Bombentyp. König. Gedöns. Autsch, mein Rücken. Wie konntest du meine große Schwachstelle herausfinden? Rückenschmerzen sind im Alter das reinste Kryptonit. Hast du eine Ahnung, wie oft ich deshalb operiert werden muss? Hab Gnade! Keine Gnade! Oh, muss der jetzt da sein? Muss der... Was ist das eigentlich da für eine gelbe Plattform? Der sieht aus wie ein Teleporter. Kann ich jetzt hier einfach runterspringen? Jo. Und dann haben wir noch die rote Seite. Ja, ich bin ja auch ganz vergnügt. Lass mich vergnügt weitermachen. Was? Du hast die 50 Sterne beisammen, die fürs finale Level nötig sind? Du bist echt unschlagbar. Bist du der beste Spieler auf der Welt oder was? Für Generationen wird man noch von deinem Gameplay schmachten. Danke, Lookmelord. Danke. Für diese aufbauenden Worte. Dann springen wir mal hier runter. Kannst du ja ganz gemütlich dahin. Hä? Boah, ich hatte kurz den Gedanken, ich hab's verkackt gehabt. Kannst du dich auch verpissen? Will doch einfach nur den Stern einsammeln. Haben wir auch. Was ist denn das für ein Schaden? Ist das ein Leben? Wahrscheinlich ein Leben. Dürften wir ja alle haben von den Bonusleveln. Vielleicht gibt es noch ein Bonuslevel. Bei 6 Seiten und so. Und den haben wir halt. Dann wollen wir mal zu Kurs 6 jetzt. Beziehungsweise erstmal die Tür für die Kanone da öffnen. Für Kanonentypi.
Brauchst du alle drei Sachen, damit du den Nut machen kannst. Fast ein bisschen zu früh. Gestampft. Ja, Pixel Luigi, wir wissen, dass du da bist. Du hast mich befreit. Ich danke dir viermals. Ich war jahrelang in diesem Loch weggesperrt. Und das nur, weil ich aus Versehen die Tankstelle in die Luft gejagt habe. So ein kleines Vergehen. War auch nicht meine Schuld, ehrlich. Du glaubst mir doch, oder? Ich bin kein Lügner. Als Belohnung darfst du meine Kanone benutzen und leichtfertig rumballern. So ein Spaß. Ich meine, pass auf und mach nichts Dummes, durch das du am Ende in den Knast landen könntest, okay? Okay, mach die Kanone schneller auf. Du wirst doch allen Sicherheitsmaßnahmen folgen, oder? Ich übernehme keine Verantwortung für dein Handeln. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, klar. Hoch! Ins Loch da schießen, wa? Oder gäbe es... Der Baum interessiert mich. Wie weit kann ich fliegen? Hallo! 25er Toad. Das ist mein geheimer Social Distancing Platz. Komm mir nicht zu nah oder ich brich das der Prinzessin. Kein Scherz. Verstehe. Du bist einer dieser Leute. Wie wäre es hiermit? Ich gebe dir einen Stern und du verschwindest, ja? Ja, auf jeden Fall. Und den spreche ich dich gleich wieder an. Und dann bist du genervt, dass ich doch nicht verschwunden bin. Müssen wir mal kurz mehr Abstand gewinnen. Natürlich absolut gespeichert. Reicht das? Das reicht. Im Ernst? Hier gibt es so viele leere Plätze in der Nähe. Warum kommst du mir so nah? Verschwinde! Ich verschwinde ja schon. Mal sehen, ob ich das schaffe, da jetzt einfach so reinzufliegen. Nein, weil mir die Energie ausgeht. Brauche ich jetzt unbedingt Flügelkappe dafür? Eigentlich nicht. Ich muss dann nur zielen und treffen. Zielen und treffen. Was ich auch tue. Ich habe es getan. Ich habe gezielt und ich habe getroffen. Hallo Kurs 6. Was ist das? Bowser-Level denn zum Schluss oder was? Nimm Platz und entspanne für einen Moment. Ist hier im Blumenbeet was drin? Nö. Dann machen wir mal kurz. Haben wir einen Moment entspannt? Dann suchen wir jetzt den Pixel Luigi. Hallo Pixel Luigi. Habe ich dich gerade gesehen? Nee, das waren Pilze. Die sind auch grün. Die sind auch grün. Der dürfte ja nicht allzu schwer versteckt sein, glaube ich. Hoffe ich. Da ist auch nochmal eine Tür. 64. Okay. Da ist ja noch ein paar Sachen zu finden. Warum sind da so viele Leben? Da geht's auch rauf. Da ist ein Scheider, den würde ich gerne drücken. Kannst du dich da nicht festhalten oder was? Kannst du dich da nicht festhalten? Dann hältst du dich da halt nicht fest. Dann machst du halt einen Dreisprung da hoch. Nächster Toad. Hey Kumpel, ist es nicht so aufregend, über tödliche Lavagruben zu springen? Ich fühle mich so lebendig, wenn ich dem Tod nahe bin. Da du mir zuzustimmen scheinst, gebe ich dir diese kleine Belohnung. Sie ist als Anreiz dafür, alle Sicherheitsmaßnahmen zu ignorieren. Aber der Bob Pomp hat doch gesagt, ich soll die nicht ignorieren, ich soll mich dran halten. War da gerade der Pixel Luigi? Habe ich den gerade gesehen? Nee. Da denkst du, er blitzt irgendwas grünet auf, dann ist er halt nicht. Scheiße. Ich gewinne hier noch Abstand von dir. Um dich nochmal ansprechen zu können. Sehe ich den Pixel Luigi? Das ist doch wichtig, der will doch gefunden werden. Hinter der Bank? Nein. Wo ist der? Wo bist du? Er kann hier nicht überall sein. Du kannst doch dich hier nicht allzu sehr verstecken eigentlich.
Nochmal rüber. Hast du noch was zu sagen? Weißt du, was richtig krass wäre? 12 Stunden lang Speed aufbauen, um ein paralleles Universum zu erreichen. Das wäre echt ein Traum. Ich bin nicht Pancoke. Ich war jetzt überall, oder? War ich jetzt überall? Ich war jetzt überall. Der Luigi im Blumenbeet. Von der Seite habe ich ihn aus nicht gesehen, wa? Weil ich direkt in ihn drin stand? Ja, aus dem Winkel konnte ich ihn nicht sehen. Ja, gut, dass ich jetzt nochmal da reingeguckt habe. Dann beginnen wir jetzt endlich mit Kurs 6. Ja, mach die dumme Tür auf. Aufgesprengt mit der Sternenkraft. Bowsers Schlund. Eine schwer zu schluckende Pille. Ist Mario die Pille und ich soll da jetzt runterspringen? Ist das die Analogie? Wer mir das damit sagen? Ich sehe hier überall irgendwelche blauen oder grünen aufblinkenden Sachen und denke mir, Pixel Luigi, wirst du richtig paranoid mit den blöden Penner. Ah, die Bullies sind Pillen. Interessant. Warum geht's da? Warum hast du da Treppen hoch? Warum sind hier Kisten? Was soll das? Aha. Du musst erstmal den schaffen, wa? Ich muss also mein erstes Mal zurückziehen, damit ich dann auch da hochkomme. Wer hat sich das erledigt? Wunderbar! Verrückte Sprungkisten. Da! Wenn sich die Kamera dreht. Das war Stern 4. Soll ich den Bulli da einfach reinkicken? Ist das da heiß? Kann ich drauf stehen? Das sieht heiß aus. Ah, ist nicht heiß. Wäre ein bisschen doppelt gemoppelt, wa? Piss dich! Kann ich da nicht einfach vorbeispringen? Tschüss. Wandsprünge und dann musst du da irgendwie landen. Du musst ja präzise sein, aber... Wie sage ich so schön immer, ich kann Wandsprünge. Ich komme nur nicht um den Knick rum. Ich weiß nicht, warum da so viele Leben sind da unten. Ja, alle einsammeln und dann kannst du ruhig ein Leben verlieren. Was soll denn das hier eigentlich? Was ist das? Moment, bist du ein richtiger Stern oder bist du ein Checkpoint? Nee, du bist ein richtiger Stern. Hallo Pixel Luigi, ich hab dich gefunden. Finde ich gut. Das musst du erstmal machen, wa? Das musst du da erstmal machen. Mama mia. Bin abgerutscht. Das ist nicht so von Vorteil, wenn man da jetzt kein Leben hat. Bist ein bisschen zu weit geflogen. Ich hätte gerne jetzt Münzen wegen Leben. Dann mache ich jetzt erstmal was anderes. Nämlich ein Schild lesen. Wir warten alle sehnsüchtig auf den Beginn des Flügel- und Hörner-Festivals. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis eine engelsgleiche Gestalt hier erscheint. Die Eleganz wird atemberaubend sein. Komm später wieder, ist hier eine Flügelkappe. Das lese ich jetzt da raus.
Könnt ihr jetzt auch darunter springen? Will ich das? Will ich in den Mund reinspringen? Will ich gegessen werden? Das sind tatsächlich so Plattformen, die sinken. Ja, so krieg ich auch Energie wieder. Aber 55 Sterne. Wir sind dem Ende sehr, sehr nah. Wir sind dem Ende sehr, sehr nah. Ich glaube, das sind nur 64 Sterne insgesamt. Piss dich! Von mir aus da rein! Ich glaube, das hier ist tatsächlich der schwerste Stern. Weil die Wandsprünge musst du so erstmal machen und der musste ja hinten auch landen. Hättest du ruhig den Stern damit einsammeln können. Ich weiß gar nicht, ob man tot den Stern einsammeln kann. Ein Glück haben wir ein paar Leben eingesammelt gehabt. Komm nicht. Vielleicht sollte ich rechts anfangen mit dem Wandsprung. Dann komme ich vielleicht da auch denn um die Ecke. Weil ich denn an der richtigen Stelle bin. Ja, das war die richtige Idee. Das war die richtige Idee. Dann funktioniert das auch. Musst nur die richtige Seite beginnen. Mit der richtigen Seite. Die Klempnerfalle. Ja, das war schon richtig. Das war schon echt fies. Das war schon echt fies. Ich hätte jetzt gerne die Leben tatsächlich. Ja, ich hätte mindestens 2 Leben einsammeln müssen, damit sich das denn lohnt. Das hat sich nie gelohnt. Okay, war eine blöde Idee. Versuchen wir jetzt einfach mal nicht mehr zu sterben. Soll ich da einfach runterspringen? Ich springe da einfach runter, wa? Oder springe ich erstmal auf den Zahn? Ich führe dir erstmal auf den Zahn. Nicht in die Flammen landen. Nicht in den Flammen! Weg ist er. Und der ist natürlich auf der Säule. Das ist ein Glück, aber so ein Herz. Das ist aber ein Glück, so ein Herz. Ich bin da weggerutscht. Finde ich aber... uncool. Das finde ich wiederum cool, dass er ein Leben ist. Was mache ich hier? Sammle ich einfach den Stern ein. Ja, war total schwer zu schlucken. Sein Niedergang. Flügel und Hörner. Dann müssen wir jetzt zum Schild zurück. Bin wieder in die Lava gefallen. Das tut mir nicht so gefallen. Das ist aber, muss ich da jetzt fliegen oder muss ich da jetzt einfach rüberlaufen? What the fuck? Muss das sein? Muss das jetzt so sein? Was? Ich würde ja gerne irgendwie daran. So funktioniert das gar nicht. So funktioniert das gar nicht. Komische Passage. Okay, das funktioniert dann doch. Das war ein bisschen seltsam, fand ich jetzt. Fand ich jetzt ein bisschen, war hier. Rainer! Wenn ich nicht blöd anstellst, geht das echt schnell. Und halt kleine Level. Darfst dich halt nur nicht blöd anstellen. 8 brennende Münzen. Dann wollen wir jetzt das Level beenden. Ich darf nicht runterfallen. Ich darf nicht runterfallen. Oder darf ich runterfallen? Gibt es unten irgendwas? Vielleicht einen blauen Scheiter? Nee, ich darf nicht runterfallen. Das wäre sehr, sehr schlecht. Will ich deine Münze haben? Eigentlich schon, wa? Gib her! War die falsche Richtung.
Ganz, ganz vorsichtig. Ich würde jetzt gerne wieder zurück. Weg mal spannend. Wo du. Warum ist da eine rote Münze? Was soll denn datten? Und da ist auch eine. Wo, was machst du jetzt, blauer Schalter? Machst es mir jetzt schwer? Wohin willst du, dass ich gehe? Ich hab sie noch gekriegt. Das ist eine Safe-Münze, würde ich meinen. Das ist eine Safe-Münze. Das sind mir aber zu wenig Münzen. Schaffe ich es dahin? Ja, ich schaffe es dahin. Rutscht man da bergauf oder bergab? Nein, Münze bleibt hier. Kommt her. Du auch. Wie komme ich hier wieder an sinnigsten weg? An sinnigsten? Ich glaube so. Okay, nehme ich ein bisschen Schaden. Kann ich wieder heilen. Das ist alles okay. Das ist alles soweit okay. Da ist nochmal der Stern drin. Ich dachte, er wäre jetzt vielleicht Münzen. Ich habe da, glaube ich, eine Kiste auf dem Dach gesehen. Beziehungsweise einen Schatten. Den Sprung habe ich ja komplett verkackt. Kannst du dich bitte drehen? Ah, Panik! Habe ich da einen Schatten drauf gesehen? Ah, da ist die Röhre. Ich hab da einen Schatten gesehen. Ich hab da einen Schatten gesehen. Soll ich es nochmal erwähnen, dass ich einen Schatten gesehen habe? Gib mal her deine Münze. Dann holen wir jetzt erstmal den 74. Münzenstern. Das ist doch hier ganz schön. 69. Ah ja, die Kisten gibt es ja auch noch. Dann holen wir jetzt erstmal die Münze da oben und dann in der Nische. Die Musik ist wieder weg. Die Musik mit einem vernünftigen Winkel. Dann kommst du dahin. Sehr schön. Beenden wir die Sache. Drehen, drehen, drehen. Perfekt. Ist auch gleich da der Stern. Wunderbar. Wunderbar. Da mal nächste Folge dann das Finale, wie es aussieht. Weil es gibt ja nur 64 Sterne. Das dürfte relativ kurz werden. Kommt drauf an, was kommt. Kommt drauf an, was kommt. Es kommt denn die Tür und dann halt die geheime Tür, die hier unter der Brücke ist. Machen wir dann beim nächsten Mal. Denn halt Finale, wie eben erwähnt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Ihr hattet Spaß, Unterhaltung und so. Wenn ja, freut mich das. Schaut wieder rein. Bleibt gesund. Bleibt bunt. Macht euren bunten. Tschüss.